Ja, moin erstmal. Hier ist ja wieder euer Pensionator zurück auf der Galgenberg. Und ja, die Karte, die macht richtig Bock im Moment. Wir müssen nur jetzt hier erstmal den Mähdrescher raus haben, damit wir, jetzt geht's, das Feld hier neben uns abernten können. Zumindest ein Stück weit, um da an das Grasfeld zu kommen. Deswegen nehme ich euch jetzt hier gerade nochmal mit. Ich wollte eigentlich direkt aufs Grasfeld, auf die Wiese, aber so kommen wir ja leider nicht weiter. Ich fahre jetzt hier erstmal ganz langsam zurück, deswegen ruckelt es ein bisschen. Ich könnte auch ein bisschen schneller fahren, ist kein Problem. So, jetzt nehmen wir den John Deere hier erstmal und schmeißen den Hobel mal in Gang. Ich muss jetzt einmal gucken, ob die Strohablage eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das muss man sich mal so ein bisschen genauer angucken. Ja, Strohablage ist eingeschaltet. Sobald ich hier aufs Komma drücke, wird der Häcksler aktiviert. Den wollen wir aber nicht, denn wir wollen ja erstmal ein Strohhemd, ne? Muss ja erstmal hier ein bisschen losgehen. So, jetzt machen wir ja erstmal ein bisschen was frei, damit wir an die Wiese kommen. So. Sehr geil. Na, noch nicht. Du kannst jetzt erstmal. Jetzt kannst du runter. So. Dann machen wir ja erstmal das Vorgewende. Zwei Bahnen sind dann gleich 14, 15 Meter hier bei dem Monsterschneidwerk. Können uns das auch mal aus der Kabine angucken, ob wir das hier so richtig machen. Ja, noch ein bisschen. So. Natürlich aufpassen, dass wir uns nicht hier mit dem Schneidwerk vertüdeln, also mit dem Mähwerk und dem Schneidwerk. Setzen wir hier mal ein und gucken mal, dass wir nach da oben kommen. Lass jetzt erstmal ein bisschen überlappen. Damit wir alles mitbekommen. Ja, sehr geil. Also das kann richtig gut werden. Nachher legen wir die Felder hier zusammen. Werde dann wohl mit dem Tiefengrupper hier einmal das Ding durchziehen und ein Feld draus machen. So, wir können mal ein bisschen Gas geben. Ja, berghoch ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Aber ich glaube, mehr als 10 km/h beim Dreschen geht auch nicht. Da kommt jetzt am Anfang natürlich auch noch nicht so viel runter, weil wir hier noch keine großartige Vorarbeit leisten konnten. Aber das kennt ihr ja. Das ist ja bei jedem Neustart gleich. So, jetzt haben wir hier erstmal die Seite. Und dann geht's ans Vorgewende. Es ist ja jetzt auch kein Riesenfeld, da wird auch nicht so elend viel runterkommen. Aber wir müssen gleich mal schauen. Der Welger-Anhänger, der ist ja im Moment noch voller Hackschnitzel. Und ich will das da auch nicht einfach auf den Haufen kippen. Oha, jetzt kippen wir hier schon fast um. Das ist ja hier Gelände. Gelände ist ja echt beim Yogi hier auf der Map der pure Wahnsinn. So, hoffentlich kriegen wir jetzt alles mit. Ja, das passt. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns eine Mulde holen, die ein bisschen mehr laden kann. 10 km/h sollte da gerne reinpassen. Zumindest denke ich, ist das mal ein Ansatz, weil der hier, der kann auch 10.000 Liter
Getreide aufnehmen. Ne? Sollte man dann ja irgendwie so halten, dass man den auch leer kriegt bei einmal abtanken. So, hier nehmen wir den halben Baum mal mit. Und dass man dann, wenn der voll ist, ihn halt eben auch in einer Tour leer kriegt und nicht mit zwei Anhängern fahren muss. Das haben wir früher auch gemacht beim Kornfahren. Da sind wir durchaus mit zwei Drehschemeln hintereinander gefahren. Damals war Drehschemel ideal Standard und ja, die Bauern, bei denen ich geholfen hatte, die haben immer ein oder zwei Drehschemel an den Feldrand gestellt und dann wurde halt eben entsprechend abgetankt und wenn es dann auf zwei Anhänger verteilt wurde, dann war das halt so. Aber Drehschemel fahren hier im LS22, hatte ich ja in einem der letzten Videos auch schon erzählt, das ist eher so nicht so mein Fall. Da kann ich mich super gut mit vertüdeln und ich brauche auch nicht zwei Drehschemel zur gleichen Zeit. Bei mir reicht einer und das Chaos ist perfekt. Also von daher Respekt, wer es besser kann. Das muss man wirklich gut üben. Eine Zeit lang habe ich das mal hingekriegt, als ich mit der Tastatur gespielt habe. Aktuell ist das eher so mit dem Lenkrad. Ja, wer meine Folgen von der Minibrunn gesehen hat, der weiß das. Ich habe ja noch nicht so lange das Lenkrad, jetzt glaube ich 2 oder 3 Wochen. Der weiß, dass ich da nochmal in die Fahrschule muss. Beziehungsweise auf der neuen Minibrunn auch in der Fahrschule war tatsächlich. Auch da habe ich das ein oder andere Mal das Zeugs gegen die Wand gesetzt. Von daher alles neu. So, jetzt sind wir ja schon hier gleich zweimal rum. Das ist ja der Wahnsinn. Geht ja zackig. Da würde ich sagen, lassen wir den hier mal kurz noch die zweite Vorgewendespur hier oben ziehen. Und dann kann ja vielleicht der Helfer mal weitermachen. In der Hoffnung, dass das mit den Bodenwinkeln klappt. Und er so durchzieht, wie ich das möchte. So. Ein Stück noch. Und dann tüdeln wir uns hier mal in die richtige Richtung. So, einmal den Baum aus der Visage nehmen. So, mal gucken, was der Helfer dazu sagt. Das müsste ja so ungefähr passen. Ja, sieht ganz gut aus. Den lassen wir erstmal so laufen. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch für eine Mulde an den Hof ziehen. Hier die Halfpipe ist natürlich sehr geil von Krampe. Ne? Die ist ja schon mal richtig cool. Bin sonst eigentlich immer viel mit dem Klaas unterwegs gewesen, aber der ist dann schon wieder zu groß, würde ich sagen. Wir nehmen hier irgendwas in die Richtung, Halfpipe mit 10.000 Litern. Ich gucke nochmal, was ich hier noch so habe. Oha, das sind natürlich dann monströse Geschosse, die wir da auf der Karte haben. Und da hört es dann auch schon langsam auf. Also ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich die Halfpipe oder hier, gucken wir mal. Was ist denn hier mit dem Brochard? Den habe ich ja noch nie gefahren. Den gucken wir uns mal an. Fand ich mal ganz geil, als ich den Mod gesehen habe. Konfiguration Standard. Was heißt denn das? Wenn wir hier mal weitergehen. Gibt es eine höhere Bordwand? Einachser? Ja. Was sagt ihr? Ne, schon mal gar nicht schlecht. Dann gucken wir uns gleich noch mal den anderen an. Aber wir wollen erstmal gucken, eine Rundumleuchte. Wo haut er die denn hin? Da unten. Sehr geil, das natürlich, das macht ja, das macht dem Penzo schon wieder Spaß. Eine Randalenlichter am Anhänger, das finde ich ja schon mal richtig cool. Seitenmarkierung. Ja, da kriegt er Reflektoren oder halt eben auch tatsächlich Licht im Dunkeln. Das finde ich auch sehr geil. Arbeitsscheinwerfer für hinten.
Wie sieht denn das aus? Das ist der Kleine hier wahrscheinlich, oder die beiden Kleinen? Ja, genau. Ja, sehr cool. Dann nehmen wir mal noch mal Maß und gucken mal, was wir hier denn noch haben. Das ist ein Kipper und das ist auch ein Kipper. Wo ist denn da der Unterschied jetzt? Der geht bis 27,2 und der bis 33,4. Na, das ist ja ein bisschen viel. Aber das wäre natürlich schon geil, ne? Knappe 16. Naja, 20 müssten wir eigentlich haben, wenn wir zweimal abtanken. Aber der ist auch schon echt fett, ne? Der ist auch schon echt fett. Der ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Und wir wollten ja nicht gleich das ganz große Brett bohren. Wir nehmen mal den hier. Gehen da auf 12,9. Und was kann der noch? 17,8. Dann hat er aber die Silage-Bordwand. Die brauchen wir dann nachher beim Silage. Das ist ja geil. Was haben meine kaputten Augen denn da gesehen? Mit Überladeschnecke. Ja, Penzo, das ist doch genau das Richtige für dich. Den jetzt noch eine Nummer größer. Jawohl, ja. Dann kannst du nachher nämlich auch schön Kalk fahren und Dünger und so und kannst direkt von da aus überladen. Ist ja auch eine geile Sache. Also da bin ich ja schon mal hin und weg. Finde ich gut. Den nehmen wir. Lassen wir auch dran. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir meine Lieblingsreifen kriegen. Da haben wir die BKTs. Die finde ich ja geil, ne? Also vom Profil hier finde ich die einfach geil. Ja, da geht mir doch das Herz auf. Das ist doch genau, das ist genau das Richtige. Cooler Anhänger, wirklich echt cooler Anhänger. Da haben wir jetzt alte Aufkleber, hier haben wir neue Aufkleber. Switchen wir natürlich mal auf die neuen. Die Seitenmarkierung nehmen wir doppelt 2. Da haben wir dann hinten einzelne bekommen, sagt er. Wo sind denn die? Ach so. Die sind hier über dem Reifen. Da. Einzeln hinten. Doppelt. Dann nehmen wir die für vorne. Da ist dann auch Licht drin, soweit ich das sehen kann. Die Rundumleuchte nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit rein. Da haben wir die Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nee, wir nehmen die Nummer 1, denke ich mal. Nicht so ein Blitzding. Das mag ich nicht. Idealstandard, würde ich sagen. Meine Güte, wo ist die denn geblieben? Rundumleuchte. Wo hat er die denn hingebaut? Die ist da. Ach, hier hinten. Der Blitzer. Das hat natürlich schon wieder was, ne? Den nehmen wir. Da gehe ich voll drauf auf. So, Rücklichter einfach. Doppelt. Da nehmen wir die finde ich ganz gut. Seitenmarkierung hatten wir gesagt, da wollten wir die leuchtenden nehmen. Dann passt das auch zum Geblinke. Arbeitsscheinwerfer hinten hatten wir gesagt, den nehmen wir mit rein. Das Warnschild, das ist wahrscheinlich so ein rotes Dreieck. Oh. Ja, ist genommen. Eine Abdeckung brauche ich hier jetzt, glaube ich, im Moment nicht. Die können wir auch später nochmal nachkonfigurieren. Und dann kann der so bleiben. Bei den Farben gucken wir nochmal. Den gibt es nochmal in Grau. Oh, dann wird der rot. Okay. Grau ist also rot. Das ist ja spannend. Rot finde ich eigentlich ganz cool. Und die Designfarbe, da kann man sich aussuchen, was man haben möchte. Was macht mir denn dann da rot? Ja, keine Ahnung. Das sind dann halt die Anbauen hier hinten. Die kann er ruhig belassen. Dann können wir den... Ne, das sind nur die dunklen. Die lassen wir so. Gut. Da haben wir einen geilen Anhänger gefunden. Den kaufen wir uns jetzt mal.
Der steht am Hof hinten und da gucken wir mal. Als erstes fahren wir hier mal das Rohr aus. Dann haben wir den gestoppt und jetzt muss ich einmal durch die Gerätschaften switchen, damit wir zu unserem Johnny kommen. Da ist er. Das erste Mal John Deere auf der Galgenberg. Galgenberg, nicht Beck, sondern Galgenberg. Dann holen wir den mal. Der Händler hat ihn hier auf die Wiese geliefert. Beziehungsweise auf die Koppel. Er brüllt auch ganz gut. Mal ein Apparat, würde ich sagen. Aber nett. Schauen wir mal. Dann komme ich hier um den Kram rum. Ja, so nicht, Penzo. Ja, guck mal, da einmal nicht hingucken. Muss der Penzo schon wieder in die Fahrschule. Gleich, der Prüfer sagt gleich, komm, das war's. Lizenz entzogen. So geil an die Minion. Du musst noch mal zur Schule. So, da sind wir doch ganzes Ende weiter schon mal. Ja, ich würde sagen, ich lade jetzt mal den Drescher ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne das Däumchen da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn der Pensionator wieder auf der Galgenberg unterwegs ist und sein Unwesen treibt. So, hier steigen wir jetzt mal aus. Laden einmal über. So. Einmal die Maschine an. Und abtanken. Ne, das war jetzt ganz falsch. So, hier den Knopf. Das Knöpfle. Da ist es. So. Dann hauen wir den mal voll. Sehr schön. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pensionator. Tschüss.